Schon bevor das Südbad am 1. Mai seine Tore öffnete, warteten einige Jenaer Badefans geduldig auf den Beginn der diesjährigen Badesaison. Hans-Gerd Schmidt bekam als erster Badegast einen Blumenstrauß überreicht. Und dann ging es auch schon das erste Mal in diesem Jahr in das 13 Grad kühle Wasser des Schleichersees. Die Verantwortlichen der Jenaer Bäder hoffen auf eine weniger krisengebeutelte Badesaison als in den Vorjahren. Tatsächlich wünschen wir uns wirklich eine ganz normale Saison mit möglichst viel Sonnenschein, dass wir den Gästen hier eine tolle Zeit bereiten können und ohne größere Komplikationen. Das ist so der größte Wunsch für die Saison. Am Schleichersee können sich die Gäste wieder auf Spiel und Spaß auf den grünen Wiesen, den Volleyballplätzen, am Strand und im Wasser freuen. Kleine Badefans kommen außerdem auf dem Spielplatz oder im Kinderbadebecken auf ihre Kosten. Aktuell laufen die letzten vorbereitenden Arbeiten auf dem Gelände. Zusätzlich wurde in diesem Jahr das Bezahlsystem erneuert. Wir haben ein neues Kassensystem. Das liegt daran, dass unser jetziger Hersteller seinen Support aufgegeben hat. Das endet quasi. Und wir haben das ausgeschrieben, haben einen guten Hersteller gefunden, der auch weltweit aktiv ist. Aber wie das bei allen digitalen Systemen ist, hat es am Anfang natürlich so manchmal die ein oder andere Tücke, wo es nicht funktioniert. Da hoffen wir natürlich auf das Verständnis auch der Gäste, sollte das so sein. Aktuell ist aber alles in einem super Stand und funktioniert auch alles. Wer jetzt auch ins kühle Nass springen will, der findet unter www.stadtwerke-jena.de/bäder alle Informationen zu den Bädern, den Öffnungszeiten und den Eintrittspreisen. Am 15. Mai um 10 Uhr startet dann auch traditionell die Freibadsaison im Ostbad.